Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem TikTok-Test-Video auf gute Mom-Hacks. Ich habe mich ja selber lange geweigert, auch noch TikTok zu machen, aber ich habe mich jetzt dafür entschieden. Mami-Blog gibt es jetzt also auch auf TikTok. Für dieses Video habe ich mir jetzt erstmal so einigen Stunden Recherche, weil da auch wirklich viel Schrott dabei ist, ich glaube, das darf man so sagen, habe ich auf jeden Fall 15 neue Mom-Hacks für uns da gefunden. Ich habe sie kritisch beäugt, ausgetestet und hier seht ihr das Ergebnis. Viel Spaß bei diesem Video. So, also der erste Tipp, den ich jetzt ganz praktisch fand, ist dieser hier. Also das ist dieses ganz normale Wassereis. Ich weiß, es ist ungesund, aber das lieben ja alle Kinder. Und das muss halt gefroren immer oben ein bisschen umständlich aufgeschnitten werden. Und ich finde auch noch daran praktisch, dass halt für Kleinkinder das Eis einfach nochmal kleiner ist. Dafür hat die Frau in dem Video diese Tütchen über den Rand von so einer Schüssel gelegt, damit sie einen Knick kriegen und sie ins Gefrierfach gestellt. Und jetzt kann man die halt in der Mitte durchschneiden und in der Schüssel sammeln und dann können die Kinder sich einfach daran bedienen. Also solche Tipps mag ich immer. So, dann der nächste Tipp, den ich gefunden habe, also den fand ich erstmal ein bisschen merkwürdig, wollte ihn dann aber trotzdem ausprobieren, fand ihn dann doch sehr cool. Und zwar reibt die Mama hier im Video in so ein ganz normales Blatt Papier mit Babyöl ein, um es dem Kind dann zu geben zum Abhausen. Und mein erster Gedanke war, wieso macht ihr das? Wieso nimmt sie nicht einfach Butterbrotpapier? Aber nach dem Ausprobieren fand ich es dann doch mega, weil das entsteht so ein richtig festes Transparentpapier. Also das Babyöl ist auch ganz schnell aufgetragen, ist auch ganz schnell getrocknet. Und wenn man das Ganze jetzt noch mit buntem Papier macht, ich finde, dann hat man so richtig schön stabiles Transparentpapier für tolle Bastelarbeiten oder eben zum Abhausen. Also da sieht das Endergebnis dann am Ende auch tatsächlich viel schöner aus als auf diesem sehr viel dünneren Butterbrotpapier, das sich ja dann immer wieder an den Seiten so einrollt. Genau, dann der nächste Tipp. Den fand ich cool, weil ich die Situation einfach schon öfter hatte. Wenn die Batterie von einem Spielzeug oder von einem anderen Gerät jetzt leer ist und man keine neue in der richtigen Größe hat, also zum Beispiel hat man nur die kleinen da, dann muss aber eine große rein, dann kann man so eine kleine Batterie mit einem Stück Alufolie in eine große verwandeln. Und das funktioniert echt super. Also ihr legt einfach nur das kleine Stück Alufolie da an die Feder, dann packt ihr die Batterie da rein und das Gerät funktioniert wieder. Also ich finde, als Notfalllösung auf jeden Fall ist es eine gute Sache, die man wissen kann. So, dann als nächstes, genau, den Tipp fand ich jetzt cool. Das ist eigentlich ein Orga-Tipp für Filzstifte, bei denen die Kappen ja auch verloren gehen und rumfliegen. Also bei uns ist das oft so, mich ärgert das dann. Und dafür hat die Mama in dem Video jetzt mit Tape einfach die Deckel zusammengeklebt, sodass die Filzstifte direkt wieder in dieser Reihe zusammengesteckt werden können. Also da habe ich mal den Härtetest gemacht mit sehr, sehr vielen dünnen Filzstiften und meine Kinder konnten das Ganze echt ganz gut bedienen. Also ich habe jetzt noch durchsichtiges Tape genommen, weil man sonst halt die Farben der Kappe bei mir nicht mehr erkannt hätte. Aber ich finde, auch mit dem Tipp kann man was anfangen. So, genau, der nächste Mom-Hack. Ja, okay, ist eigentlich kein Mom-Hack, es ist eher so ein kleines DIY und eigentlich auch schon wieder zu aufwendig, wenn ich ehrlich bin, weil es halt Wackelaugen ja wirklich relativ günstig in recht großen Packungen zu kaufen gibt. Aber trotzdem dachte ich, das probiere ich mal aus, weil wenn man eh so eine leere Blisterverpackung da hat, warum soll man es nicht als Anreiz nehmen, dem Kind jetzt mal eine spontane Bastelstunde zu bescheren? Also dafür hat die Frau auf jeden Fall im Video so schwarze kleine Kreise aus Filz ausgeschnitten und die in die Hohlräume reingelegt. Also gut, den Aufwand würde ich mir auf gar keinen Fall machen. Wir haben uns jetzt hier für Pfefferkörner entschieden oder man kann auch schwarze Linsen nehmen oder irgendwas anderes, was man halt eh da hat und was nicht schimmelt natürlich. Also meinetwegen Kaffeebohnen wäre noch eine Möglichkeit oder Schokokrispis. Also das kann man alles gut reinstecken. Dann kann man das zukleben, einmal von hinten, einmal ausschneiden und dann hat man echt eigentlich tolle Wackelaugen. Also mit Pfefferkörnern fand ich das Ganze jetzt am coolsten, weil wenn man die geschüttelt hat, dann haben die einen schönen Ton ergeben. Also ein paar sind jetzt kaputt gegangen, weil ich zu eng ausgeschnitten habe, aber im Großen und Ganzen kann man das auf jeden Fall machen. Lia hat sich auf jeden Fall sehr gefreut und wollte auch echt sofort losbasteln. So, kommen wir zum nächsten Tipp. Also, ich habe jetzt kein Baby mehr, deshalb kann ich es euch nur symbolisch an der Puppe zeigen. Den Sinn und Zweck erkennt man ja aber trotzdem. Auch wenn die Puppe jetzt ein bisschen kleiner ist als ein echtes Baby, aber zu viel Vorstellungskraft haben wir. Also, zu klein gewordene Bodies kann man unten direkt über der Naht einfach abschneiden. Den oberen Teil kann man jetzt als Oberteil nutzen. Man kann ihn auch unten noch ein bisschen umsäumen, aber ich finde, das geht auch so, wenn man ihn drunter zieht oder so. Und das untere Teil gibt ja jetzt ein praktisches Lätzchen ab. Also man denkt jetzt auch hier wieder, ne, ja gut, diese Lätzchen, die sind ja nicht so teuer. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die im Alter von ungefähr einem halben bis zwei Jahren ungefähr so stark zahnen und so viel sabbern, dass man irgendwie gefühlt stündlich dieses Dreieckstuch hier wechseln muss. Und ich finde, davon kann man eigentlich gar nicht genug haben. Und wenn man den Body sowieso wegtun würde, warum nicht noch als solches verwenden? Also dafür fand ich den Tipp eigentlich auch ganz cool.
So, ja gut, also der nächste Tipp, ja, ist für Großfamilien gedacht, denke ich, oder einfach, wenn mal Besuch kommt, aber ich habe es noch nie gesehen. Und zwar einfach Spiegeleier im Backofen statt in der Pfanne zuzubereiten. Also in so eine große Auflaufform passen locker 12 Eier nebeneinander. Also man schlägt die einfach rein, die suchen sich dann ihren Weg und das alles sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Und dann kommen die einfach bei 8 bis 12 Minuten bei 200 Grad in den Backofen, je nachdem, wie weich oder hart man die jetzt haben will. Also die hier, die waren jetzt 12 Minuten drin und die sind super geworden. Also da dachte ich auch wieder, warum nicht? Ist unkompliziert, spart Pfannen und Aufwand, es kann nichts anbrennen und spritzt auch kein Fett rum. Gut, kommen wir zum nächsten. Ja, okay, also hierzu muss ich sagen, dass Mom-Hacks generell eigentlich immer sehr individuell sind. Ne? Also man sucht sich dann irgendwie so die Tipps raus, die zu einem selber passen. Also hier habe ich jetzt zum Beispiel meine Lia im Ohr, die einfach immer nur bitte Kartoffeln und Möhren oder Kartoffeln und Erbsen, Kartoffeln und Mais zum Abendessen hätte. Und ich möchte mich aber nicht an den Herstellern und eine einzelne Kartoffel kochen. Aber es ist ja eigentlich super, wenn sie Kartoffeln isst. Dagegen habe ich ja gar nichts. Und deswegen ist mir dieser Tipp hier aufgefallen. Und zwar kann man um eine einzelne Kartoffel, Achtung, das geht wirklich nur mit einer einzigen, zwei Blätter Küchenpapier nass machen, einmal um die Kartoffel drum wickeln und dann braucht die tatsächlich zum Garwerden in der Mikrowelle nur 3 Minuten. Also ich habe das kaum glauben können, aber das klappt tatsächlich. Bei mehreren Kartoffeln funktioniert der Trick aber nicht mehr, also die sind jetzt hier steinhart rausgekommen. So, dann der nächste Tipp, genau, den muss ich zugeben, fand ich auch schon mal toll, diesen Trick, bis ich dann gemerkt habe, dass man ihn eigentlich nicht wirklich braucht und der auch eigentlich unpraktisch ist, weil alle denken irgendwie in den Seifenständer befindet sich halt wie gewohnt die Seife und wollen sich dann damit die Hände waschen oder machen das auch. Aber die Frau in diesem TikTok-Video hier, die regt sich halt über dieses Zahnpasta-Gematsche auf, dass Kinder so damit anstellen, wenn sie sie selbst benutzen, die Zahnpastatube, das man ja auch irgendwie selber kennt. Und wen das auch stört und den Trick mal ausprobieren möchte, der kann Kinderzahnpasta mit so ein bisschen Mundspülung für Kinder in einer Schüssel vermischen, damit sie so ein bisschen flüssiger wird und dann in den sauberen Seifenspender umfüllen. Die lässt sich so in dem Zustand auf jeden Fall wirklich für Kinder besser dosieren. Und alles bleibt auch sauber und ordentlich. Also wer das nachmachen will, nehmt dafür auf jeden Fall einen Spender, der eine bisschen größere Öffnung hat als der hier und beschriftet ihn dann, damit jeder weiß, dass da Zahnpasta drin ist. So, genau. Und da müssen wir Eltern natürlich immer auch zwischendurch viel kehren. Also so ein paar Krümel wegmachen. Und klar, eigentlich saugt man oder kehrt die eben auf. Ganz normalen Kehrblech. Jetzt habe ich den Trick hier gesehen und dachte, wozu um alles in der Welt braucht man so einen Trick? Aber als Notfalllösung dachte ich dann, wenn man unterwegs ist, zum Beispiel auf Reisen oder so und kein Kehrblech hat oder es nicht finden kann oder was auch immer, kann der Tipp vielleicht doch ganz hilfreich sein, wenn man ihn im Hinterkopf hat. Also dafür müsst ihr einfach unten ein Stück Küchenpapier so ein bisschen anfeuchten und das ist dann tatsächlich ein super Kehrblechersatz. Also es geht viel einfacher, als wenn ich das jetzt mit dem Küchenpapier so aufnehmen würde. Die nasse Stelle vom Küchenpapier, die klebt jetzt also richtig am Boden und dann kann man einfach mit dem Besen den direkt heraufwischen und dann eben, weil das feucht ist, das super aufnehmen und dann alles direkt wegschmeißen. Ist natürlich jetzt auch nicht gerade nachhaltig für den Alltagsgebrauch, also dann lieber ein Kehrblech kaufen, aber wie gesagt, als Notfalllösung im Hinterkopf ist vielleicht nicht schlecht. So, um Küchenrollen zu halbieren, fand ich jetzt eigentlich auch eine ganz gute Idee, weil die meisten Kleckse ja auch wirklich mit so einem kleineren Stück aufzuwischen sind und man dann nicht immer so ein Riesentuch braucht. Aber braucht man jetzt auch nicht gleich durchzuschneiden wie in diesem Video hier, sondern es geht ja auch so mit einem Handgriff. So, dann habe ich noch 2 Orga-Tricks entdeckt, die ich ganz schön fand. Ich glaube, es ist ein typischer Trick von Oma. Aber heutzutage gibt es nicht mehr so viele Tüten vielleicht, deswegen kennt man die nicht mehr, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ein Trick für alles, was sich in Tüten befindet. Oben kann man das zudrehen und den Rest der Tüte einfach drum herum stülpen. So ist alles fest verschlossen, aber auch genauso leicht und schnell wieder zu öffnen, ohne dass man jetzt irgendwas aufknibbeln muss, wie zum Beispiel jetzt einen Knoten oder so. Also auch für Kinder fand ich den Tipp jetzt gut. Natürlich geht ein Clipser genauso, das weiß ich, aber wenn man keinen da hat, ist auch das gut zu wissen. Genau, und dann natürlich der Tipp mit der Pappverpackung. Den kannte ich schon, aber der ist toll, deswegen sage ich es dir nochmal. Faltet dafür jede beliebige geöffnete Pappschachtel oben einmal mittig zusammen, klappt dann alle oberen abstehenden Seiten nach innen, bis auf die eine der beiden langen Seiten und steckt dann diese lange Seite über die beiden zusammengefalteten Seitenlaschen und verschließt dann so die Packung. Die ist jetzt nämlich nicht nur dicht verschlossen, sondern das Ganze sieht auf dem Regal oder in den Schubladen auch noch schön ordentlich aus. Finde ich mega den Trick, also mache ich immer so. Genauso wie den Schubladentrick zum Beispiel, habe ich mal in einem Meal Prep Video gezeigt, weil ich da alles voll zu stehen hatte. Ist ein super Trick für kleine Küchen, wenn man wenig Arbeitsfläche hat. Da kann man einfach auf die geöffnete Schublade so ein großes Brett drauflegen und die praktisch dann als Arbeitsfläche noch mit benutzen. Also finde ich für kleine Küchen auch super gut zu wissen. Ja, und dann findet man auf TikTok aber wie gesagt auch wirklich viel Müll. Also Hacks zum Beispiel, die nicht klappen, aber trotzdem irgendwie viral gegangen sind ohne Ende, weil es im Video einfach so überzeugend aussieht. Dann gibt es richtige Fake-Videos, dazu komme ich gleich noch. Und dann findet man auch so Hacks, die wirklich echt kein Mensch braucht, finde ich, weil es einfach auf die herkömmliche Art entweder einfach schneller geht oder genauso schnell und man sich fragt, warum soll ich das dann anders machen jetzt?
damit meine ich jetzt unter anderem den Feuchttuch-Hack, auch viral gegangen und gepostet worden ohne Ende. Also wenn man aus einer Feuchttuchpackung so ein Feuchttuch rauszieht, dann zieht man meistens aus Versehen immer mehrere Feuchttücher auf einmal raus, weil die halt irgendwie aneinander kleben. Normalerweise hält man dann instinktiv die eine Seite einfach durch Drücken fest und dann kommt halt auch nur eins raus. Also das klappt auf jeden Fall am besten. Aber beim Wickeln hat man halt dann immer das Problem, dass man halt mit der einen Hand die Beinchen festhalten muss und nur die eine Hand frei hat. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Hack auch viral gegangen, weil sich viele dachten, oh, wie praktisch, ja cool, wenn das funktioniert, ist das super. Funktioniert halt leider nur nicht perfekt. Also wenn man zwei oder mehrere Haargummis drumherum spannt, dann ersetzen die sozusagen diese drückende Hand. Klappt nicht perfekt, aber zumindest läuft beim Wickeln, glaube ich, so vielleicht ein bisschen flüssiger. Ja, und zum Schluss jetzt noch zwei Tricks, die einfach wirklich überhaupt nicht klappen. Also keine Ahnung, warum die so krass viral gegangen sind. Das ist einmal der Petz-Trick. Das ist eine Täuschung, das ist ein gefaktes Video, auf das echt viele reingefallen sind. Ich hätte selber echt cool gefunden, wenn es klappen würde. Dann hätte es die Klickzahlen auch verdient, die es gekriegt hat. Aber das klappt nicht und das kann auch nicht klappen, weil der Boden der Petz-Verpackung halt einfach zu ist und damit die ganze Packung natürlich rausgedrückt wird. Also der Typ hat sich bestimmt totgelacht, also der das gefaked hat, das Video, das alle das irgendwie ausprobiert haben. Da muss man halt nur gucken, dass man eben nicht alles glauben darf, was man im Internet so erzählt bekommt. Und dann übrigens noch ein Trick, den ich nicht verstehe und auch schon ganz oft gesehen habe. Die Leute in Amerika, also die packen irgendwie ihre Eiscreme in Gefrierbeutel rein und behaupten dann, dass das Eis darin cremiger bleibt als ohne. Also ihr habt das jetzt schon tausendmal gesehen und gehört und gelesen und ja, jetzt habe ich es einfach mal ausprobiert. Mit zweimal der gleichen Eissorte, beide neu gekauft. Also die sind jedenfalls beide genauso steinhart. Vielleicht habe ich das nicht beachtet oder so, oder stehe auf dem Schlauch. Also klärt mich gerne in den Kommentaren auf. Cool finde ich übrigens auch, wenn ihr eure liebsten Hacks mal in die Kommentare schreibt. Also welche, die ihr mal im Netz gefunden habt oder von Freunden mitbekommen habt und seitdem ganz genau so macht und ihr das Gefühl habt, dass sie euren Alltag erleichtern. Ich glaube, das wird eine richtig coole Sammlung unterm Video abgeben. Macht das mal. Genau, das war's jetzt mit meinem TikTok-Test für sinnvolle Mom-Hacks. Vielleicht habt ihr was gelernt und macht jetzt ein paar Sachen genauso. Und wie gesagt, Mami-Blog gibt's jetzt auch auf TikTok. Ich werde also ab jetzt auch Videos hochladen, deshalb folgt mir gerne, wenn ihr da auch seid. Dann sehen wir uns und ich sag tschüss und bis bald.